ist das da mit dem Stachel und auch mit dem Seitenhalter? Da höre ich Obertöniges. Ja. Wie machst du das? Genau. Das ist folgendermaßen. Ich habe erstmal der Sound, den ich hier habe, den ich dafür gefunden habe, das ist so, ja, der heißt eigentlich, die Grundlage von dem heißt Autopad. Das ist so ein, der verstärkt gewisse Frequenzen, und ich habe den dann so modifiziert, dass die Möglichkeit ist, wenn sobald ich den benutze, dass hier einfach, und ich bediene das mit einem Pedal hier, das heißt, ich gehe rein, tue die Lautstärke korrigieren damit, gleichzeitig also von nicht, genau, und hier bei den Obertönen. Und die Obertöne hört man jetzt unheimlich gut raus, sobald, das ist so ein Stahlstachel, und ich habe bewusst, ich habe früher einen anderen gehabt, dann habe ich das nicht so gut hinbekommen. Mhm. Und da habe ich den Stahlstachel genommen und der klingt dann richtig gut, ab einer gewissen Länge auch mal. Also muss gewiss rausgezogen sein und dann klingt der. Ja, wie ist das? Beeinflusst du jetzt diese Obertöne mit dem Bogen? Ja, genau. Das heißt, du kannst die Stärke und die Frequenzen irgendwie, ich kann's beeinflussen. Steuern? Ja, ich kann es steuern. Ja. Es ist wie bei einer dicken Seite. Wenn man, ich warte bis... Ja, also in dieser tiefe Ton, das ist klar, das ist irgendwie eine Halbfrequenz, genau, auf dieser Stange. Aber das ist die. Ja, das Rauschen, so das entsteht wahrscheinlich nicht das Rauschen der Bogenhaken. Ja, also ganz genau. Das Rauschen der Bogenhaken. Ganz genau. Wie ist das mit dem geraden Bogen? Mit dem geraden Bogen geht es auch, aber es ist direkter und es ist nicht so reichhaltig. Der Rundbogen ist hier wiederum einfach dafür da, dass es erheblich, ja, ich kann mehr vom Klangspektrum ausnutzen damit. Und das hat ja eigentlich dazu geführt. Es ist auch hier an der Stelle, wenn ich hier am Seitenhalter dann streiche, hat es den Vorteil, dass ich auch wirklich hier mit entsprechendem Bogendruckverhältnis ändere, kann ich auch richtig so ein paar kleine Obertöne rausholen. Und das Ganze geht dann in dieses Fingerklackkasten. Ja. Es würde mich aber doch mal interessieren mit dem geraden Bogen. Hast du einen da? Ja, ich habe einen da. Ich kann viel feinere Abstufen machen und hier vor allem am Seitenhalter hat es einfach einen... Ja, jetzt war keine Verstärkung dabei. Nimmt ein bisschen mehr Klang. Viel mehr Klang. Es ist einfach so. Und das ist das, die Stärke eigentlich vom Rundbogen, dass es einfach ein Klanginstrument ist. Man hat auf einer Farbpalette bei gewissen Dingen und hat er einfach viel größere Eigenschaften. Als der normale Bogen, der normale gerade Bogen. Ja, es lässt mehr zu. Ja, er lässt deutlich mehr zu. Das merke ich am akustischen Instrument immer dann, wenn ich auch im einstimmigen Spiel, aber wenn ich Akkorde spiele. Genau. Weil der Rundbogen... individueller auf die einzelnen Erfordernisse der Saiten eingehen kann. Ja. Ich kann auch den Druck sehr individuell steuern. Ganz genau. Ja. Auf die obere Seite, auf die tiefe Seite, ja. Auf die mittlere Seite. Das hängt vom Grad wie ich den Hebel auslenke, also wie weit ich den Hebel auslenke, ab.
Ja, und das ist natürlich dann auch im einstimmigen Spiel, kann ich auch mit der Haarspannung den Ton modulieren. Ja, das kann ich mit dem geraden Punkt, der ja eine fixe Haarspannung hat, nicht. Nicht, ja. Das fällt weg.